In Graubünden gibt es 12 große Stauseen und gut 100 Wasserkraftwerke. In der Schweiz werden rund 60% des Stroms in Wasserkraftwerken produziert. Rund ein Fünftel davon stammt aus Graubünden. Aber wie kommt dieser Strom eigentlich in die heimische Steckdose? Diese Frage geht dieser kurze Film auf den Grund. Jedes Wasserkraftwerk verfügt über zwei elementare Bauteile. Das sind zum einen die Turbine und zum anderen der Generator. Das fließende Wasser bringt die Turbine in Bewegung. Und nun folgt die simple, aber sehr effektive Leistung des Kraftwerks. Die Kraft des Wassers wird auf einen Rotor in das Innere des Generators übertragen. Aber wie entsteht nun Strom aus dieser Kraft? Der Rotor ist ein rotierender Magnet und um diesen Rotor herum sind Spulen angelegt. Während die Spulen unbeweglich sind, dreht sich der Rotor im Innern des Generators. Durch die schnelle Drehung der Turbine und des Generators entsteht so elektrische Spannung und es fließt Strom. Über große Hochspannungsleitungen und kleinere Leitungen gelangt anschließend der Strom in die Haushalte. Und das Beste daran, das Wasser fließt nach der Stromproduktion wieder sauber in den Kreislauf zurück.